Hallo und herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Auf die Distanz verbunden bin ich heute wieder mit meinem Kollegen Christian Filies. Hallo Christian. Guten Morgen, Andreas. Corona-bedingt sind wir beide noch an unterschiedlichen Orten unterwegs. Und wir wollen heute gemeinsam sprechen über die neue Ausgabe von Holzwerken, die Nummer 92. Da gibt es unter anderem einen ganz glücklichen Glückspilz. Was hat es damit auf sich, Christian? Ja, wir haben ja im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, den Wettbewerb Holzwerker des Jahres wieder ausgerufen. Und wir waren fleißig zwischen den Jahren, haben uns alle Einsendungen angeschaut. Es waren über 220, also wirklich viel dafür, dass der Wettbewerb 8 Wochen lief. Und das Rennen hat Frank Schulz aus Leipzig gemacht. Den stellen wir in Ausgabe 92 vor. Ist ein sehr, sehr interessanter Holzwerker eigentlich, weil er nicht nur Möbel baut, sondern auch Boote, auch viele, viele kleine Dinge. Und was es für ein Mensch ist, warum er gewonnen hat, warum er die Jury überzeugt hat. Und natürlich, was er mit seinem Hauptgewinn, der nagelneuen Formatkreissäge von Record Power, anfängt. Das haben wir in 92 alles vorgestellt. Also man kann so ein bisschen neidisch werden über die Werkstatt, über den Hauptpreis natürlich auch, aber auch über die Ideen, die Frank Schulz da entwickelt und die Bandbreite, die er in seiner Tätigkeit da einfach hat in Sachen Holz. Also ein Kanu bauen, wie sieht es bei dir aus? Willst du mal ein Kanu bauen jemals? Ich muss tatsächlich sagen, das Gespräch mit ihm hat mich ein bisschen inspiriert. Ich habe mir auch schon die entsprechende Literatur mittlerweile besorgt und da mal reingelesen. Schauen wir mal, ob ich mich da auch ranwage. Wir müssen mal gucken. Aber bei Frank Schulz ist es sehr interessant, weil er eigentlich so ein bisschen auch so das abbildet, was wir bei Holzwerken machen. Also so diese Bandbreite von wirklich kleinen Geschenken bis hin zu ganz großen Projekten, das lebt dieser Mensch. Und das ist wirklich spannend, war interessant, sich mit ihm darüber zu unterhalten, auch wie er ans Holzwerken gekommen ist, was er auch beruflich als Hintergrund macht und sowas. Das ist schon spannend. Wie viele unserer Leser kommt ja so eigentlich als Schrägeinsteiger zum Holzwerken. Ne? Das ist auch wirklich ganz interessant, diese Geschichte zu erfahren. Ja, also wunderbarer Lesestoff sozusagen in Holzwerken 92. Genau, das ist so eine typische Geschichte einfach, wie man so schön sagt, so eine Lean-Back-Geschichte, also die man dann tatsächlich nicht in der Werkstatt auf der Hobelbank lesen muss, sondern wo man sich einfach mal hinsetzen kann und über einen Holzwerker-Kollegen einfach mal so ein bisschen über dessen Leben und dessen Werken nachlesen kann. Ja, Andreas, wir haben gerade von auch kleineren Projekten gesprochen, die wir in Holzwerken auch mal wieder vorstellen. Eins davon ist ein Rasierset. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das Rasierset wird gedrechselt und es veredelt so diese Dinge, die ich im Baumarkt kaufen kann. Im Baumarkt? Nein, nicht im Baumarkt natürlich, sondern im Drogeriemarkt. Wir sind schon gedanklich nur noch beim Bauen. Nein, natürlich Dinge, die man im Drogeriemarkt kaufen kann, um sich zu rasieren. Also Einwegrasierer, ein Rasierpinsel, Rasierstick. All das fasst unser drechselnder Autor Kai Köthe wunderbar zusammen, indem er ein Set kreiert mit gedrechselten Haltern, wo diese Einwegteile Halt finden. Und das Ganze versieht er dann auch noch wiederum mit einem Karussell, sag ich mal, wo diese Teile Platz finden, wo sie auch ihr überschüssiges Wasser beim Abtrocknen loswerden, ohne dass da Schimmel entstehen kann. Also ein sehr durchdachtes Teil und gleichzeitig ein Teil mit einem sehr hohen Nutzwert. Und das ist etwas, was ich persönlich immer mag, wenn gedrechselte Dinge wirklich Nutzwert haben. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also diese reinen Kunstwerke zum Anschauen zu drechseln, davon hat man auch noch schnell zu viele. Und deshalb kann ich das voll nachvollziehen, wenn man da eher auf die Praxis bedacht ist beim Drechseln. Und da ist, glaube ich, dieses Rasierset wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil das nimmt man nun mal. Also gut, wir beide jetzt vielleicht nicht unbedingt täglich, wie man sieht, aber man nimmt es dann doch oft zur Hand. Man braucht den Rasierer wirklich oft. Und da ist es einfach schön, dieses ganze Plastik, was normalerweise verbaut ist, einfach zu ersetzen mit edlem Holz. Ganz genau. In dem Fall ist es Ipe, also ein Holz aus dem Terrassenbau. Davon hatte Kai Köthe noch einige Reststücke und es ist also kein Baum extra dafür gefällt worden. Und Ipe ist ein wunderbares Material, wenn es um heftigen und regelmäßigen Wasserkontakt geht. Also das ist eigentlich ein Rasierset, was für die Ewigkeit, vielleicht nicht, aber doch für eine sehr lange Zeit gebaut ist. Edles Material ist auch ein gutes Stichwort für ein Bauprojekt, was wir in Holzwerken 92 zeigen, nämlich ein edles Schlüsselschränkchen. Das Schlüsselschränkchen ist aus Kirschbaum gefertigt, aber da zeigt die Front einen besonderen Touch, Christian, oder? Ja, Cornelia Grüble hat dieses Schränkchen entworfen und was ich daran sehr interessant finde, ist, da sind wir eigentlich wieder, wie auch bei dem Rasierset, bei der Kombination aus praktisch und hübsch eigentlich, dass die Blende dieses oder die Front dieses Schränkchens ist halt ein Brett, bei dem die Baumkante belassen worden ist.
Das aus Kirschholz, das sieht schon sehr edel aus und hat so ein bisschen so einen organischen Touch. Ein Schlüsselschränkchen ist ja eigentlich ein sehr, sehr praktisches Möbelstück. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich suche ungefähr jeden zweiten Tag meinen Schlüssel. Das sind genau diese, ja, das sind halt diese Dinge, die braucht man. Draußen braucht man sie und drinnen braucht man sie nicht. Das heißt, man kommt rein, legt sie irgendwo hin. Wenn man wieder rausgeht, denkt man, wo ist es denn? Da ist so ein Schlüsselschränkchen. Bei mir ist es die klassische Schale, wo ich meinen Schlüsselbund Ja, reinmache. Das und ist nach und der nach fliegt da Klassiker. noch alles Mögliche andere rein. Und, Stimmt. und da ist einfach dieses Schlüsselschränkchen, was übrigens auch Schubladen hat, um auch noch andere Sachen, die halt vielleicht keine Schlüssel sind, aufnehmen zu können. Und so ein Möbelstück ist einfach sehr praktisch. Und Cornelia Grübler hat gesagt, na gut, ich brauche ein praktisches Möbelstück, aber es soll auch schick aussehen. Und da hat sie eben halt, das kombiniert eben halt, der ganze Schrank besteht aus Kirschholz, aber eben halt diese Blende aus dem Brett mit der Waldkante nimmt dem Ganzen so ein bisschen, ja, sein funktionales Aussehen. Und das finde ich Ja, es sehr, wird verspielter, nicht so ja, streng, ne? Ja. genau, also sieht einfach schick an der Wand aus. Was außerdem interessant ist, ist, wie sie das Schränkchen tatsächlich gebaut hat. Und zwar hat sie weitgehend auf Schrauben oder andere Metallteile verzichtet, bis auf jetzt die Scharniere natürlich. Und das erreicht sie, indem sie ganz viel mit Nuten und mit Falzen arbeitet. Und wie sie die gemacht hat, das ist eigentlich interessant. Also selbst wenn man jetzt kein Schlüsselschränkchen braucht, kann man aus dem Projekt trotzdem ganz viel gewinnen, weil sie halt zeigt, wie sie alle diese Nuten und Falze, war fast alle, an der Kreissäge macht. Das ist echt interessant. Also sie arbeitet da mit vielen Abstandshölzchen. Das ist das Interessante, genau, ihr System mit diesen Abstandshölzchen, ganz genau, ja. Genau, also sie legt da verschiedene Abstandshölzchen nebeneinander und kann dann eben halt auch ganz wiederholgenau diese Nuten und diese Falze alle ins Holz reinbringen. Und das ist super, selbst wenn man jetzt sagt, ich brauche echt kein Schlüsselschränkchen, ich weiß immer, wo mein Schlüssel ist, oder ich habe schon einen, oder was weiß ich, ist dieses Projekt trotzdem sehr, sehr lesenswert, weil diese Technik zu lernen, ich glaube, die erweitert das eigene Holzwerkenrepertoire ganz erheblich. Oh ja, auf jeden Fall bei ganz vielen weiteren Projekten einsetzbar. Und diese Distanzklötzchen wirft man natürlich auch nicht weg. Die hat man natürlich für weitere Projekte auch noch in der Ecke. Und so hat man mit der Zeit einen Fundus, wo man dann auch gerade Nachbauten sehr schnell hinbekommt. Das heißt, wenn ich das gleiche Möbelstück in 3, 4 Jahren nochmal neu bauen möchte, habe ich alles da und es geht dann ruckzuck. Jenseits der Nuten und Falze beim Schlüsselschränkchen stellen wir aber noch eine andere Verbindung vor, oder eine Verbindungsart in Holzwerken 92, Andreas. Genau, das ist eine geheime Verbindung, so haben wir es zumindest überschrieben, natürlich ein bisschen spielerischer Art. Es geht hier um das Thema Hoffmannschwalbe. Die Firma Hoffmann im süddeutschen Raum stellt seit ungefähr 30 Jahren Kunststoffverbinder her, die relativ unbekannt sind. Nur in Tischlereien sind sie manchmal zu finden. Aber wir haben mit Hilfe von Roland Heilmann, unseres Autors, das mal zugänglich gemacht. Roland hat sich das ganz genau angeguckt, wie man diese Verbindungsart so einsetzen kann, dass man nur einen Frästisch oder eine Oberfräse braucht. Und natürlich ein paar Vorrichtungen, die Roland auch zeigt. Das Grundprinzip ist folgendes: Ich fräse auf beiden Seiten der Verbindung eine exakte Gradnut ein und die muss wirklich ganz exakt sein. Und dann schlage ich trocken einige dieser Verbinder ein. Und die gibt es in 5 verschiedenen Größen, ob man ganz filigrane Bilderrahmen macht oder richtig große Gartenprojekte. Und wenn ich die eingeschlagen habe, kann ich sofort weitermachen. Ich muss nicht mit Zwingen hantieren, ich muss nicht darauf warten, dass der Leim abbindet, sondern ich kann direkt mein Projekt vollenden. Also das ist wirklich ein Geschwindigkeitsgewinn in der Werkstatt, der für viele Holzwerker ziemlich interessant ist. Also wir haben dieses kleine Geheimnis der Tischlereien jetzt ans Licht geholt für die Holzwerker da draußen. Ja, und was bei dem Artikel auch noch ganz cool ist, finde ich persönlich, ist, dass Roland halt auch das sozusagen nicht nur in der Theorie zeigt, sondern auch anhand von praktischen Ja, klar. Beispielen, ne? Also er macht, glaube ich, ein Tablett und einen Bilderrahmen, baut einen Korpus auch. Ein Regal, richtig, ja, genau. Und das ist halt ganz cool. Da kann man dann gleich sehen, wo man oder in welchen Projekten diese Schwalbe oder an welchen Verbindungsstellen man diese Schwalben einsetzen kann. Das fand ich eigentlich ziemlich attraktiv. Ja, absolut. Man kommt dann wirklich, wie das bei vielen guten Ideen ist, man kommt dann ganz schnell auf weitere Ideen, was man damit noch alles machen könnte. Und das ist Teil des Spaßes bei Holzwerken, finde ich. Mal heißt er PU-Kleber, mal heißt er PUR-Kleber. Die Rede ist von Polyurethan. Und Polyurethan kann als Kleber in der Werkstatt richtig gute Dienste leisten. Unsere Kollegin Sonja Senge hat sich da ganz genau mit beschäftigt, Christian. Ja, ich finde den Artikel super interessant. Er ist ja Bestandteil unserer kleinen Serie zum Thema Klebstoffe in der Werkstatt. Wir hatten in der letzten Ausgabe das Thema Weißleime und jetzt ist eben halt dieser PU oder PUR-Kleber an der Reihe. Sonja ist da eine ausgewiesene Fachfrau, denn sie hat schon in ihrem Gesellenstück halt mit diesem Kleber gearbeitet.
Und es war sehr interessant. Ich bin zufällig hier reingeplatzt, als sie den Artikel gemacht hat oder dafür die Fotos gemacht hat. Und sie hat tatsächlich sozusagen alles verklebt oder alle Klebesituationen hier dargestellt, die ja für die der Kleber in Frage kommen. Das sind eben halt gerade die Verbindungen, die absolut wasserfest sein müssen oder auch Leimfugen, die etwas unregelmäßig sind. Da leistet dieser aufschäumende PUR-Kleber eben halt sehr gute Dienste. Und was ich im Artikel interessant finde, ist, dass das Sonja eben halt diese Anwendungsfälle zeigt, aber auch auf die Chemie dahinter eingeht. Also Ja, das was stimmt. ist das denn eigentlich? Womit arbeite ich da? Warum macht dieser Kleber das, was er tut, oder halt auch nicht? Und daraus kann ich dann auch ableiten, in welchen Fällen ich ihn einsetzen kann und warum nicht. Also ja, das ist wirklich so eine Serie, da kommt man sehr ins Fachliche und bekommt viel, viel, viel Fachwissen auch von jemandem mit, der sich damit wirklich gut auskennt. Ja, und Sonja nennt auch klipp und klar die Limitation, die PU-Kleber oder PUR-Kleber mit sich bringt. Also man kann damit jetzt nicht komplett jeden Pfusch hinbiegen, nur weil er aufquillt zum Ja. Beispiel. Das ist schon mal sonnenklar und das legt Sonja auch ganz klar ihrem Artikel zugrunde. Andreas, du hast sehr kleine Löcher gebohrt. Das hört sich erstmal unspektakulär an. Wenn man dahinter guckt, ist es aber eigentlich eine sehr coole Erfindung. Ja, Erfindung ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber ja, ich habe Löcher gefräst, um genau zu sein. Ich habe kleine Löcher gefräst. Mich hat bisher immer gestört, dass man bei den bekannten Kreisfräsvorrichtungen limitiert ist, was die Kleinheit der Löcher anbetrifft, sozusagen. Der Abstand zwischen Kopierhülse und Zentrum dieser Fräsvorrichtung ist ja da und da komme ich eigentlich drum herum. Also habe ich mir eine kleine Vorrichtung ausgedacht, die völlig ohne Kopierhülse auskommt und das kann man in Holzwerken 92 lesen, wie man das genau macht. Das Spannende daran ist ja auch, dass es stufenlos einstellbar ist, ne? Also ich habe da kein Raster oder sonst was. Das heißt, ich kann jeden Lochdurchmesser ab 22 mm kann ich fräsen. Ganz genau. Wenn ich zum Beispiel ein zölliges Loch brauche von 25,4 mm Durchmesser, dann muss ich mir keinen zölligen Bohrer mehr kaufen, sondern das kann ich jetzt künftig fräsen. Und mit der klassischen Methode, also Nagel in ein Brett und Kopierhülsenloch gebohrt und dann geht's rund, da komme ich nicht so weit runter in so ein kleines Maß wie 25 mm. Also ich habe mich, als du mir davon erzählt hast, wie du dir das vorstellst, habe ich noch gedacht, hey, mit der Oberfräse, die ja nun doch recht groß ist, halt dann so klein und filigran, die zu führen, wie soll das gehen? Ja, aber diese Vorrichtung, die du gebaut hast, die ist da genau die richtige für. Wir haben dazu mal ein kleines Video auch gedreht, das ist auch schon online. Wir verlinken das hier unten mal, dass man auf jeden Fall sich das mal im Detail anschauen kann. Ja, da kann man auf jeden Fall mal reingucken, dann versteht man das Prinzip auch. Und die Bauanleitung dafür gibt es dann in Holzwerken 92. Christian, dann habe ich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Du schärfst lieber hauptsächlich mit der Maschine und nicht von Hand? Ja, das ist richtig. Wir haben ja in der Kategorie Pro und Contra, bei der wir, also grundsätzlich muss man ja sagen, wir sind uns ja in vielen Dingen einig hier in der Redaktion. Aber es gibt ja immer wieder so den einen oder anderen, ja, Themenschwerpunkt, wo man dann doch merkt, so, okay, da gibt es doch verschiedene Herangehensweisen und die diskutieren wir ja neuerdings öffentlich mit unseren Leserinnen und Lesern. Und ja, eins dieser Themen war eben halt das berühmt-berüchtigte Schärfen von Hobeln und Stecheisen etc. Wir treiben da unsere kleinen Streitfälle immer sehr auf die Spitze. Offen gesagt, natürlich schärfe ich auch mal mit der Maschine, natürlich schärfe ich auch mal von Hand, aber da versuchen wir mal richtig ganz hart die Argumente für die eine oder die andere Seite dann ein bisschen pointierter zusammenzufassen. Und ich glaube, es macht den Lesern auch wirklich Spaß, diese neue Rubrik. Genau, es geht ja auch ein bisschen um Unterhaltung. Ne? Es geht dann darum, einfach so Ja. diese Meinung ein bisschen überspitzt darzustellen. Und ja, ich finde es auch immer schön, wenn man sich da ein bisschen reibt, weil es gibt wirklich viele Argumente für und gegen einige Dinge. Wir hatten da ja schon in den vergangenen Heften so einige Themen. Ich denke da an das Thema Oh, Schleifen oder Hobeln, Zoll. fange ich wieder mit Ja, Zollmaßnahmen in der genau. Nächste. Oh nein, furchtbar. Also da gibt es wirklich verschiedene Meinungen, viele Wege führen zum Holzwerken sozusagen. Und diesmal geht es um das Thema Schärfen und Schleifen. Und wer sich dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall einen Blick in diese Kategorie reinwerfen. Ja, auf jeden Fall. Alles ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu lesen. Und da macht es, glaube ich, auch richtig Spaß. Wir sagen vielen Dank, Christian, dir auch vielen Dank auf die Distanz wieder für diesen kleinen Heftchat zu Holzwerken 92. Und unseren Lesern, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV. Alles Gute, bis dann, ciao. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen.
Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.